Würfe. Ihr zwei seht wie fähige Leute aus. Ich leite gerade ein Forschungsprojekt und vielleicht könnt ihr mich unterstützen. Hey, das ist hier unser Abenteuer! Du sollst uns helfen! Naja, vielleicht können wir einander helfen. Seit Jahren erforsche ich das Grabverhalten der Blitzmaulwürfe im Precursor-Becken nahe unseres Dorfes. Aber jetzt haben die bösen Lurker die Maulwürfe an die Oberfläche getrieben. Und blind wie sie sind, finden sie den Weg unter die Erde nicht mehr. Treibt sie doch bitte wieder in ihre Tunnel zurück, damit würdet ihr ihnen das Leben retten. Ich gebe euch auch eine Energiezelle dafür, okay? Klar! Blitzmaulwürfe! Ganz toll! Okay, für 2 Energiezellen! Netter Versuch. Aber wenn ihr 2 mir 90 Precursor Orbs für mein Forschungsprojekt besorgt, bekommt ihr von mir noch eine zusätzliche Energiezelle. Einverstanden? Oh, ihr habt die Orbs. Hier ist die vereinbarte Energiezelle. Es birgt ein schlimmes Schicksal für einen von euch. Bringt mir 120 Precursor Orbs für jede Energiezelle, die ich besitze. Die Blitzmaulwürfe zurück unter die Erde getrieben? Ihr beeilt euch besser. Direktes Sonnenlicht schadet ihnen. Bei dir. Mach dich locker, harter Bursche! Ja, ich war einmal ein harter Bursche. Vielleicht sogar der härteste. Fast ein Jahr lang habe ich dieses Dorf ganz allein gegen diese scheußlichen Kreaturen verteidigt. Doch dann kam dieses schreckliche Monster und bombardierte uns mit Felsbrocken. Mit glänzender Rüstung kletterte ich tapfer den Hügel hinauf, um es zum Kampf aufzufordern. Aber es hat mich windelweich geklopft wie ein Jackaustank. Dann greif's doch mal mit deinem Gejammer an. Das ist echt tödlich. Nach meiner letzten bitteren Niederlage hat es den Durchgang zu seinem Unterschlupf mit einem 30 Tonnen Felsblock versperrt, sodass man es nun nicht mehr angreifen kann. Deshalb erfand unser weiser Mann, Meister des blauen Echos und Genie der Mechanik, eine Maschine, um den Felsblock wegzuräumen. Doch bevor wir sie einschalten konnten, verschwand er. Und nahm leider alle seine Energiezellen mit. Wenigstens habe ich genug Pontons aus der Brücke entfernt, so kann das Monster nicht hier herunterkommen und mir wehtun. Ja, ganz, ganz toll gemacht, Mann. Aber du musst sie wieder in die Brücke einsetzen, okay? Oh, na klar. Dann kann ich mir ja gleich einen Strick nehmen.
Na schön. Okay. Bringt mir 90 Precursor Orbs und ich gebe die Pontons wieder frei. Aber ich kämpfe nicht noch einmal mit diesem Monster. Oh nein, nicht noch so ein Held. Der Kampf dieses sogenannten Helden gegen das Monster hat mich meine Unterhose gekostet. Vertraut mir, setzt alles auf das Monster. Nach dieser Wette bin ich völlig blank. Ich schlag euch was vor, hört zu. Besorgt mir 90 Orbs, dann kann ich endlich aus diesem elenden Fass raus. Dafür kriegt ihr eine Energiezelle. Und wenn ihr ein Spielchen wagen wollt, ich habe eine Wette parat. Mein großes Comeback. Schlagt die Rekordzeit beim Rennen in der Totenschlucht, im Precursor-Becken. Ich kassiere ein nettes Sümmchen und ihr bekommt von mir noch eine zusätzliche Energiezelle.
vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger mit diesen heißen Rohren zu sein. Das hat wehgetan. Soll ich Verstärkung holen?